Willkommen zu Teil 8 der Videoserie Merkmale von Hochsensibilität. Wenn du die anderen Videos noch nicht gesehen hast, fang bei Teil 1 an, dann verstehst du wesentlich mehr. Es bringt dir wesentlich mehr. Wenn du sie schon gesehen hast, willkommen zurück. In diesem Video geht es um das Kernthema von Hochsensibilität. Denn wenn wir uns Hochsensibilität anschauen, was ist das? Es ist ganz reduziert, da ist jemand, der nimmt mehr wahr als andere. Mehr Reize strömen ein. Je nachdem, ob diese Person gelernt hat, damit umzugehen oder nicht, ist es ein, ich bin dem hilflos ausgesetzt und ich werde überflutet, also reizüberflutet. Oder ich lerne, mich zu begrenzen, also ich lerne, darauf zu hören, wann ist es genug an Reizen und lerne, mich dementsprechend zu verhalten. Das heißt, der gleiche Mensch, ich gebe dir ein Beispiel, wieder Maria haben wir. Maria ist hochsensibel, eine junge Frau und leidet im ersten Beispiel unter Reizüberflutung. Das heißt, wir hatten ja schon die anderen Beispiele mit Hören und Sehen und Fühlen. Uff, sie geht vor die Tür und, oder sie muss nicht mal vor die Tür gehen, allein der Wecker, den sie von nebenan hört und die Nachbarn, die sie durch die Wand mitbekommt und was da alles an Gefühlen in ihr ist und dann auch die ganzen Alltagsthemen, die sie hat, die Sachen, die auf der Arbeit passieren. Alles strömt auf sie ein, auf jedem Sinneskanal. Ihr Kopf, ihr Gehirn ist am Hyperventilieren so gesehen. Also es ist eine Gedankenspirale, die nie aufhört und sich dreht. Und ja, da klingt der Vogel auch komisch hier nebenan. Ja, und es ist einfach viel Stress. Sie leidet vielleicht sogar unter Schlafmangel dadurch, kann sehr schlecht einschlafen. Ihr geht es gesundheitlich dadurch natürlich auch nicht so gut. Auf dem Job ist es auch nicht so toll, weil ihre Kollegen bekommen ja mit und auch ihr Chef so, irgendwas, ist ihr das zu viel? Passt sie überhaupt auf diese Stelle vielleicht? Oder andersrum, wow, sie ist so für andere da, toll, wir laden ihr immer mehr Arbeit auf. Und sie kann nicht Nein sagen, super, dann ich frage sie doch einfach, ob sie mein Projekt nicht übernehmen kann. Und ach, wie schön. Sie sagt ja und ich habe es nicht mehr zu tun und sie bricht fast zusammen, aber das sehe ich dann vielleicht nicht. Ja, so kann es sein, wenn da ein Hochsensibler ist, der nicht gelernt hat, mit seiner eigenen Wahrnehmung umzugehen, sprich sich nicht abzugrenzen. Das heißt, das Thema, was hier ganz stark anklingt, ist Grenzen setzen. Grenzen setzen ist die Grundlage dafür, dass Reizüberflutung nicht mehr stattfindet. In dem Moment, wo du komplett offen bist für alles, kann alles auf dich einströmen. In dem Moment, wo du anfängst, Stopp zu sagen und Nein zu sagen, dem eine Grenze zu setzen, auch in dem Moment, wo du beginnst, da zu sein und Raum zu füllen, dann kommt gar nicht mehr so viel so nah an dich ran, weil dann bist du da, dann füllst du deinen Raum aus, dann bist du präsent. Wenn du nicht präsent bist, dann fallen andere in deinen persönlichen Raum ein. Genau, das heißt, zurück zu Maria. Maria ist jetzt auf das Thema Hochsensibilität gestoßen, hat sich damit ausführlich auseinandergesetzt. Es ist Zeit vergangen. Es war ein Prozess für sie. Und Maria hat gelernt, sich abzugrenzen. Sie hat gelernt, dass sie da sein darf. Auch, dass dieses Gefühl, ich darf nicht da sein oder ich habe Angst, da zu sein, dass sie dem nicht Glauben braucht, sondern dass dahinter wirklich was ruht und auch, dass Menschen sehr viel angenehmer reagieren, wenn sie wirklich da ist. Und dass, sobald sie sich raustraut aus ihrem Schneckenhaus, dass sie sieht, oh, ich bin ja erwünscht. Bin ich wirklich erwünscht? Ja, das kriege ich als Rückmeldung. Genau. Jetzt ist es so, dadurch, dass sie Grenzen setzen kann, erstens, keine Arbeit wird mehr auf ihrem Schreibtisch abgeladen. Menschen fragen nach, ob sie sie unterstützen kann, vielleicht aber sagen, okay, ich respektiere deine Zeit, ich weiß, du hast viel zu tun, nur wenn es dir irgendwie reinpasst, du machst das immer so toll und du nimmst so viel wahr. Ich würde mich freuen, wenn du da vielleicht hast du ja eine Minute für mich, dann könntest du mir vielleicht einen Tipp geben. Und dadurch fühlt Maria sich gewertschätzt und gesehen. Sie ist nicht mehr einfach die, die für alle anderen alles übernimmt und wo alles abgeladen wird, quasi so ein Müllplatz und Schutthalde, sondern sie wird respektiert. Andere sehen und bekommen mit, dass sie da eine besondere Fähigkeit hat, weil sie als Fähigkeit entfaltet hat und nicht mehr darunter leidet. Und sie profitiert davon. Es ist auch okay, zum Beispiel für ihren Partner, wenn sie Nein sagt. Früher sind ihr ehemaliger Partner vielleicht oder der noch ihr Partner ist und das auch akzeptiert hat, der auch einen Prozess durchlaufen ist,
akzeptiert ihre Grenzen. Sie erlaubt sich jetzt, sich Raum für sich zu nehmen und nicht immer da zu sein in der Beziehung, sondern auch einfach mal ihr eigenes Ding zu machen. Und es ist okay. Und was dadurch entsteht, ist natürlich, dass sie viel mehr Lust hat und sich auch viel mehr einlassen kann auf andere. Denn das kann man erst, wenn man Grenzen setzen kann. Wenn da keine Grenze ist, wie sollst du dich auf jemanden einlassen? Du bist ja gar nicht da. Maria ist jetzt da und dadurch entsteht erst überhaupt Nähe und Verbundenheit zu anderen. Ihre Beziehung ist viel tiefer und näher als noch vor Zeit X, wo sie völlig überfordert war damit und wo sie nur dabei war, ihrem Partner zu helfen und ihn therapieren zu wollen, ohne es zu wissen, und seine Probleme zu ihren zu machen. Jetzt ist es so, sie ist da, sie kann auch ihre Gefühle zeigen, sie kann teilen, wenn sie verletzt ist und wenn sie etwas nicht toll fand. Und oft ist es so, dass ihr Partner dann merkt, oh, da habe ich wirklich was nicht mitbekommen, das tut mir leid. Wow, du nimmst da so viel wahr, das ist so ein Geschenk, das ist so eine Tiefe, die du hast. Wow, da kann ich nur staunen und daneben stehen, das, so viel bekomme ich gar nicht mit. Und auch ihre Gefühlswelt hat sich verändert, nämlich die Gefühle, die vielleicht früher in der Intensität nur Schmerz waren, sind jetzt auch als Freude da, dass sie wirklich so strahlen kann vor Freude und einfach vor Liebe, die sie in ihrem Herzen spürt, dass es sie fast zerreißt, so fühlt es sich an. Es ist einfach eine Verbundenheit zum Leben, zu allen Lebewesen, die sie sehr erfüllt und wo sie spürt, ja, ich bin wirklich am Leben. Natürlich gibt es immer noch Herausforderungen. Das ist ein Prozess, das heißt, es ist nicht so, dass Maria gelernt hat, jetzt kann ich mich abgrenzen und alles ist gut für immer. Das Thema ist erledigt, Reizüberflutung, sondern es passiert ihr oft noch, dass sie nicht auf sich hört und eine Grenze bei sich nicht erkennt oder andere über ihre Grenzen laufen. Aber was jetzt anders ist, ist, dass sie nicht darunter leidet, sondern sie kann es dann relativ schnell reflektieren und merken, okay, das hat jemand gemacht und ich bin jetzt sauer oder irgendwas. Okay, was war denn mein Anteil daran? Aha, vielleicht habe ich nicht ganz klar gesagt, was ich wollte. Ja, das stimmt. Okay. Mein Gegenüber konnte es eigentlich gar nicht wissen. Und wenn ich ihm jetzt noch die Schuld gebe, das ist irgendwie nicht fair. Gut, das will ich klarstellen. Und das macht mir Angst, aber gut, ich komme nicht drum rum. Oh, erstmal das Durchfühlen, die Gefühle zulassen. Jetzt habe ich Klarheit, jetzt gehe ich zu meinem Gegenüber und sage, wie es mir gegangen ist und was ich mir gewünscht hätte. Fertig. Und die Situation ist bereinigt und hängt nicht noch 10 Jahre in der Luft, sondern ist einfach geklärt. Das Beispiel mit Maria, was ich jetzt genannt habe, ist Maria einige Zeit später. Also es ist wirklich ein Prozess. Ich merke es auch bei mir selbst. Wie gesagt, Burnout vor ein paar Jahren, jetzt kein Burnout mehr zum Glück. Es ist einfach ein riesiger Prozess. Es ist, glaube ich, auch ein Prozess, der das Leben lang weitergeht. Weil es ist ja genau die Frage, die dahinter steht, hinter dem Thema Grenzen setzen und Reizüberflutung. Also erst Reizüberflutung, dann komme ich zu Grenzen setzen und dann komme ich dahin zur Frage, wer bin ich? Wer bin ich denn? Wer ist denn das, der Grenzen hat? Weil Grenzen ist ja auch die Frage, wer bin ich? Also was will ich und was will ich nicht? Und genau da, wo die Mitte ist zwischen diesem, auf der einen Seite ist, was will ich? Auf der anderen Seite ist, was will ich nicht? Und hier ist die Grenze. Ich habe dazu einige Videos gemacht zum Thema Grenzen setzen, eben auch einen Videokurs, weil es eben das Kernthema der Hochsensiblen ist, auch eine geführte Meditation. Findest du alles, mehr Infos auf meiner Webseite, inklusive Grenzensetzen-Test, also wie gut kannst du Grenzen setzen oder wie gut kannst du es nicht. Und ja, auch dieses Video, lass es erstmal sacken. Ich freue mich auch über Gedanken, Kommentare und ein Like, wenn es dir gefällt, was ich hier mache. Das motiviert mich auch, mehr Videos zu machen und weiterzumachen mit meiner Arbeit, weil ich dann weiß, es ist relevant. Und ja, dann sehen wir noch uns nach einiger Zeit und für mich nach der Mittagspause im nächsten Video. Und da geht es dann um das Thema Spüren als Unterschied zu Fühlen. Sei gespannt und bis bald. Alles Liebe.